Ja, also irgendwie, es spinnt gerade so ein bisschen. Sagen wir es einfach so. Es spinnt gerade ein bisschen. Und ich kann jetzt einfach nur entweder hier weiterspielen oder ich kann neu starten. Eins von beiden. Ich habe mich dann dazu entschieden, hier weiterzuspielen und die Umbaumaßnahmen hier, die waren jetzt nicht so dolle. Naja, wie soll ich sagen? Ich finde, das sieht halt schöner aus, wenn das in der Mitte so ein bisschen Haarform hat und so weiter. Und dann wollte ich, wie gesagt, dieses Derelict-Ship hier erkunden und dann habe ich festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt und bin zurück auf den Desktop und die Datei, die war futsch und dann habe ich die Datei gelöscht und dann wollte ich hier wieder weiter, also neu machen und dann habe ich festgestellt, oh scheiße, Autosave. Autosave hat Auto gesaved und hat diese ganzen Änderungen, die ich gemacht habe, in 13 oder 15 Minuten einfach übernommen. Und das ist jetzt mein Problem. Denn ihr wisst jetzt nicht, wie ich das hier umgebaut habe und ich kann es euch nicht zeigen. 13 Minuten umsonst hier rumgebaut, rumgespielt und rumkommentiert. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich hoffe, wir verkraften das. Haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Euch fehlen 13 Minuten, mir auch. Das ist schöner Blödsinn. Oh Mann, das ärgert mich jetzt aber. Das ärgert mich gewaltig. So, ich hoffe, diese Security Guys, die machen jetzt irgendwann mal hier klar Schiff. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ah, okay. Und hier rein bitte noch einmal. Irgendeiner hier rein noch. Dass wir das Ding hier einmal komplett geklärt haben. Es ist jetzt, hin und her gerissen, wo er hin soll. Was macht er denn? Der ist irgendwie verwirrt, der Gute. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es für euch kein Problem ist, dass wir jetzt einfach hier weiterspielen. Wenn es für euch ein Problem ist, dann tja, bleibt mir nichts anderes übrig, mich neu anzufangen. Ich kann die 13 Minuten da nicht mehr beizaubern, in denen ich das hier umgebaut habe. Blöd gelaufen, aber ja, ist halt so. Muss mal durch. So, ich hoffe, dass die Bartender da jetzt mal schön kochen und den Leuten noch was zu essen geben. Nicht, dass die uns wieder verhungern. Mitten in der Arbeit. So, was haben wir hier? Starship Information Greetings. Space is... We are not pirates. So hört sich das wohl an. Oh. Da sind Space Pirates an Bord. Beacon, Clear Beacon. Dann. So, da haben wir jetzt Space Pirates. Die haben zum Glück da drüben angedockt. Was uns ziemlich wurscht ist. Weil wir die Tür hier ja eh rausbauen wollen. Ich hoffe, da kommt bald einer, der die rausbaut. So, weil die haben wir jetzt gelockt. Oh, der schießt drauf. Brauchen wir nicht demolischen. Tja, nichts zu holen, was, hm? Das ist jetzt echt blöd gelaufen für den Kollegen. So, da kommen sie schon zu zweit an. Jetzt bin ich mal gespannt, was da genau passiert. Der eine wird wahrscheinlich die Tür reparieren wollen und der andere wird die andere Tür rausbauen wollen.
kommen die denn jetzt alle her hier? Was schaffen die denn? Das ist ja das reinste Chaos hier. Kann mal einer das tun, was er tun soll? Oh, das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus, das sieht überhaupt nicht gut aus, der schießt unseren Techniker, der schießt unseren Baumeister. So ein Scheiß. Immer diese Todesfallen, weil einfach nichts funktioniert, wie es soll. Ich versteh's nicht. Da latscht nie zu dritt auf diesem Kackschiff rum und keiner tut das, was er soll. Cloaked Battle Fregatte. Oh Gott, you have built your base in offensive shape. Get out. Garbage. Okay, Scheiße. Ja, jetzt läuft's richtig wrong. Okay, jetzt hat der sich hier noch dran gehangen. Also da drüben der Bereich, der wird langsam, wie soll ich sagen? Nicht schön. Alle, die keine Security sind, sollen sich bitte hier von der Station verziehen, aber bitte ganz schnell. Und das ist auch keine Security. Das ist gut. Die gehen jetzt darüber. Vielleicht killen die sich gegenseitig. Oh Mann, was machen die denn? Der rennt da volle Kanne rein, der Idiot, und stirbt. Ja, ich glaube, das Spiel will nicht, dass wir es weiterspielen. Das Spiel mag rum sein, nach dem Aufnahmefehler. Mann, bis die da aber auch immer an Bord sind, die Security Guys. Ohne Witz, ey. Das dauert immer Stunden, bis sich da mal zwei Stück an einem Fleck versammeln. Ja, schießt ihr mal da drauf. Was ist das? Ist das wieder ein Techniker, der da reinrennt und stirbt? Klar war es ein Techniker, der da reingerannt ist und gestorben ist. Jetzt kommen die ganzen Techniker dahin und wollen die Türen reparieren. So, jetzt sorgt unsere Security mal für Ordnung, wie es aussieht. Wir können die leider nicht befehligen. Das ist unser Hauptproblem hier. Jetzt stellen die sich dahin und unterhalten sich. Jetzt ist das hier auch noch kaputt. Haben wir einen Techniker, der das Ganze reparieren kann? Wir haben Techniker an Bord. Die Techniker reparieren alles, nur nicht das, was sie reparieren sollen. Okay. Ist mir egal, wenn das jetzt noch Killbots sind, die mich auch noch auffressen wollen. Ich bin gerade leicht gefrustet, weil mal wieder alles super läuft mit diesen Derelict-Chips. Da läuft nämlich meistens gar nichts, nichts funktioniert. So, jetzt haben sie hier die Türen.
Die sind jetzt alle gelockt. Die müssen wir jetzt wieder auf Normal schalten. Dass die Leute hier rauskommen und dass die Wächter hier reinkommen. Und der hängt hier fest und repariert auch die Tür hier mal einer. Das ist krank. Können die mal zusehen, dass die Tür hier aufgeht? Wir haben doch Techniker an Bord. Wo sind die denn? Was tun die denn? So, haben wir alles sauber, alles geklärt, wunderbar. Dann gehen wir hier mal zurück und setzen hier mal einen Beacon. Lag, 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 ruckel, ruckel. Wäre irgendjemand so freundlich, den Typ aus der Luftschleuse zu befreien? Hier stehen Techniker rum, die pupeln in der Nase. Können die vielleicht mal hier diese Airlock öffnen? Techniker. Force Open. Privatklamotten an. Macht Feierabend. So, die Security, die stürmt da drüben dieses Raumschiff, wie es aussieht. Was ist denn mit dem? Hängt der jetzt an der Tür fest? Ach Mann, mir geht das gerade so auf den Keks. So, bevor da irgendeiner reingeht, schließen wir das ab. Weil die latschen ja alle überall rum, wo sie nicht rumlatschen sollen. Aber mal hier den Eingang reparieren, dass da irgendwie mal einer reinkommt oder der hier mal rauskommt. Das tut keiner. Achso, nee, das sollen wir locken. Das am besten auch. Lock, 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 lock. Nein, jetzt liegt er da drin und schläft. Ja, komm. Dann locken wir die hier. Da liegen auch schon welche. Securities. Wir können es nicht. Wir können nicht, ob wir wollen oder nicht. Wir können nicht, weil die nutzen hier einfach das ganze Raumschiff. Und die pennen einfach im feindlichen Raumschiff. Und die, warum auch nicht? Und den Raum hier, den will scheinbar auch keiner durchsuchen. Tja, die Raider sind tot. Hat er es geschafft, heimzukommen? Ein Wahnsinn. Und der repariert. Ich bin begeistert. Ja, aber irgendwo ist irgendwas schiefgelaufen, weil irgendwo muss irgendein Security-Mensch tot sein. Oder der ist abgedreht vorher. Ah, ich blick das alles nicht. Die reparieren ja nichts, die machen alles kaputt. Das Spiel spinnt rum, beziehungsweise meine Aufnahme spinnt rum. Ich bin gerade ein bisschen gefrustet hier, was das Spiel angeht. Ich bin am Überlegen, ob das die einzige Folge die Woche wird. Weil ich müsste wahrscheinlich, das ist alles so Chaos momentan hier, da ich vermutlich neu anfangen müsste. Oder mir mal Gedanken machen müsste, wie ich den ganzen Kram hier sortiere. Die pennen da einfach drin, da kannst du mal was abbauen, weil die da pennen. Wieso pennen die denn da?
Dann kommen ständig neue. Ja, komm an Bord. Bei uns sind so viele verreckt. Wir bauen das jetzt einfach alles ab. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Oder wir machen einfach demolisch von dieser Tür und dann bauen wir einfach eine neue ein. So, die ganzen Betten. Wir schrotten alle Betten. Und die ganzen Sauerstoffdinger, weil wir nicht wollen, dass hier irgendeiner irgendwas drin veranstaltet, was er hier nicht veranstalten soll. Okay, also wenn der es schafft, das Ding hier zu reparieren. Er hat es geschafft. Dann soll es nicht demolished werden. Nee, das soll normal sein. Wieso ist das denn locked? Das soll normal sein. Springt immer wieder auf locked. Naja, solange es funktioniert, mir soll es recht sein. Hier drin soll das ganze Interieur mal abgebaut werden, dass wir hier mal Land sehen. Bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Kriegen wir da doch noch Ordnung rein? Können wir das Ding doch noch weiterführen? Wäre zumindest cool. Was macht der denn? Ein Drama. Na, das Spiel ist einfach, das ist, in meinen Augen ist das noch zu früh in der Alpha-Phase, um hier irgendwie was Schönes, Großes bauen zu können. Die Station hier, die hatte gute Anfänge und dann ist das hier passiert. Der Raum hier ist übrigens immer noch nicht durchsucht. Gucken, ob das irgendwann mal irgendeiner tut. Ja, die Framezahl kämpft auch gerade so ein ganz klein wenig. Wahrscheinlich aufgrund der Größe und der Anzahl an Menschen, die wir da haben. Das ist halt alles noch, wie gesagt, eine frühe Alpha-Version, Version 2.a. Könnt ihr mal zumachen, bevor der erstickt? Danke. Ja, ist ja wie gesagt Version 2.a und damit eine frühe Alpha und ich hoffe, dass das mit der Version 3 besser wird. Die müsste eigentlich auch bald kommen. Also ich meine, ich warte eigentlich nur darauf. Und ich denke mal, mit einer Version 3 werden wir dann vermutlich eine neue Basis anfangen, wenn das hier nicht in den Griff zu kriegen ist. Sieht aber ja bis jetzt ganz gut aus. Ja, glad to hear you are not pirates. Ja, dann kommt mal an Bord. Nein! Oh Mann. Also sind es doch Pirates. Ja, es sind Pirates. Definitiv sind es Pirates, denn die schießen Türen auf und Türen aufschießen, das machen Piraten.
Aber wir haben zum Glück hier die Tür schon entfernt. Das heißt, der kommt nicht weiter. Der kommt nur in den Raum hier rein. Das ist gut so. Ich hoffe, es kommt keiner auf die Idee und will das hier reparieren. Weil der müsste ja dann rein theoretisch, oh Gott, ich ahne Böses, durch diese Luftschleuse in dieses Schiff reingehen, hier durchlatschen und das Ding hier reparieren oder eben ausbauen. Ich ahne Böses. Und ich hoffe, dass es nicht eintritt. Da liegt noch einer auf dem Boden. Tja, ich war mutig und habe gesagt, ich erforsche mal dieses Derelict Chip hier. Das hat den ganzen Stein zum Anstoß gebracht. Und diese Basis, oder wie soll ich sagen, den Anstoß gegeben zum Untergang der Basis. Ich hoffe, das kriegen wir alles in den Griff und kriegen hier nicht so viele Probleme. So, funktioniert aber schon ganz gut, was ich hier vorhab, so nach und nach die Leute hier eben rauszutreiben. Hostiles have entered your base. Nein, nicht Hostiles have entered your base. Wir Idioten haben, oh Gott, wir betreten, die latschen da tatsächlich durch. Sind die irgendwie bescheuert oder so? Das ist ein Raider, Tja, das hat dann wieder ein Techniker von uns das Leben gekostet. Also es funktioniert, wie man sieht, sehr schlecht momentan. Es ist reinstes Chaos. So, die Tür auch noch abbauen. Unzoned. Demolish locked. Unzoned. 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 Raider tot, Techniker tot. Es ist einfach faszinierend, wie die in ihren Tod rennen, ohne sich groß Gedanken zu machen. Ja, wir brauchen Techniker. Großes Problem. Jeder, der ein guter Techniker wäre, ist auch gut in was anderem, was wir auch brauchen. Da haben wir dann noch einen Unassigned, der auch noch Techniker werden kann. Chaos. Ja, keine Ahnung, wie das Ganze hier weitergehen soll. Wenn die Probleme, die ich hatte, anhalten, dann schauen wir mal. Cloaked Battle Frigate. Okay. Die wollen uns also auch angreifen, weil unsere Station in einer komischen Form ist und die docken dann noch hier hinten an. Auch super. Next Chip. Nächsten Idioten. Aber das Schöne ist, die Tür ist zu. Jetzt hoffe ich nur, dass keiner auf die Idee kommt, will hier drin irgendwelche Wartungsarbeiten machen und betritt das Ding über die Luftschleuse. Dann kriege ich nämlich langsam einen mittleren Herzschlag. Und habe dann irgendwann echt keinen Bock mehr.
Weil den Raum, den sie durchsuchen sollen, haben sie noch nicht durchsucht. Die Türen, die sie abbauen sollen, haben sie noch nicht abgebaut. Aber hier reinmarschieren, um Technikerarbeiten zu machen, das tun sie. Naja, wie das Ganze weitergeht, schauen wir dann mal. Ich habe gerade so ein bisschen Hoffnung, dass der hier irgendwie was tut. Falsche Hoffnung. Und da haben wir schon wieder einen Techniker, der da reinschleicht, um irgendwas zu reparieren. Tja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze hier in der nächsten Folge weitergeht.